Hallo und herzlich willkommen zu Steintastisch. Mein Name ist Michael aus der Minifiguren Folge 31 Owen Grady und um den geht es heute. Viel Spaß! Diese Version von Owen ist, glaube ich, eine der selteneren und sie erhält man aktuell aus dem Set 500-5255, dem Lego Bricktober Set von Toys R Us von 2018 aus der Sparte Jurassic World. Das gab's Anfang Oktober 2018 für 40 Euro Lego Einkauf gratis dazu und nun bekommt man es für 14,99 bei Toys R Us, bei den wenigen Händlern, die es noch haben. Darin sind Ian Malcolm, Claire Dearing, Owen Grady und eine Babyversion von Blue enthalten. Und Owen bekommt ihr aber auch aus ganz vielen anderen Sets, einmal aus Jurassic World 2, so wie diesen Owen, der was aus dem Lockwood Anwesen, dem Set 75930 ist, aber er ist auch bei ganz vielen anderen Sets, zum Beispiel Jagd auf Blue mit dem Helikopter, Flucht vor dem Raptor und natürlich aus einer ganzen Reihe Sets vom ersten Jurassic World. Hier haben wir auch, denke ich, eine jüngere Version von Owen. Die gefällt mir einfach auch derweil am besten. Erstens, weil sie seltener ist aus den Bricktober Sets. Zweitens, ich glaube, es ist der junge Owen. Vor allem, er hat auch hier seinen Armschutz. Wie wir aus Jurassic World 2 wissen, hat er wahrscheinlich so mit Blue trainiert. Und ja, diese Version von Owen hat einmal einen bedruckten Gürtel auf der Hose, was schon nicht schlecht ist. Ein klassisches wildes Oberteil mit Weste. Einen Armschutz, nur auf der linken Hand. Eine Tasche dabei für Futter für die Raptoren. Einmal sein klassisches Lachen. Und einmal ein, keine Ahnung, wie man dazu sagen soll, Gesicht. Ja. Dazu natürlich sein passendes Haarteil. Die anderen Versionen von Owen haben ein etwas anderes Gesicht und eher das Outfit, was sie aus dem Film haben. Aber heute soll es halt um diese Version gehen, die ja den jungen Owen darstellen soll. Owen Grady war ein Mitarbeiter von Jurassic World, der das Verhalten von Velociraptoren untersuchte und auf der Isla Nublar stationiert war. Nach der Zerstörung des Parks reiste er zurück auf die Insel, rettete viele Dinosaurier-Spezies und verteidigte die Dinosaurier gegen die konventionelle Züchtung und die Gefangenschaft. Vor Ingen und bevor er bei Masrani in Jurassic World angestellt war, war er beim US-Militär tätig, genau weiß man aber nicht, welche Stelle oder was er dort betrieben hat. Im Film Jurassic World irgendwann vor 2015 wurde Grady vom Ingen oder Masrani Global angeheuert, Verhaltensforschung am lebenden Velociraptoren zu betreiben. Dazu trainierte er das von Ingen geklonte Raptorrudel, bestehend aus Blue, Charlie, Delta und Echo, die vier Raptoren, die wir ja im ersten Jurassic World sehen. Anfang des Films beim Indominus-Zwischenfall, 3 Wochen bevor das Gehege des Indominus Rex eingeweiht werden sollte, wurde Owen von Claire Dearing im Auftrag von Simon Masrani gebeten, das Gehege auf Schwachstellen zu untersuchen. Vor Ort erfuhr er, dass der Indominus Rex seine Schwester gefressen hatte. Owen bekundete seinen Unmut über die Erschaffung des Tieres sehr, sehr deutlich. Bei der Inspektion des Geheges durch eine gepanzerte Glaswand stellte Owen Kratzspuren an der Wand fest, die bis zum oberen Rand reichten. Owen befürchtete nun, dass das Tier entkommen sei, weil der Indominus auch nicht an das ihm angebotene Futter ging. Mit Wärmebildkameras wurde das Gehege abgesucht, doch ohne Erfolg. Owen und die Arbeiter Nick und Alice betraten das Gehege, um zu schauen, was passiert war. Die Männer wussten allerdings nicht, dass dies eine Falle des Tieres war und es in Wirklichkeit noch im Gehege sich befand. Es griff Owen, Nick und einen Arbeiter an, letzterer wurde dabei von ihm getötet. Owen und Nick entkamen aus dem Gehege, doch auch der Indominus konnte entkommen. Geistesgegenwärtig versuchte sich Owen unter einem Fahrzeug, versteckte er sich und durchtrennte die Benzinleitung und verhinderte so, dass das Tier ihn witterte. Nick wurde von dem Saurier dabei leider getötet.
O'Grady tat danach sein Möglichstes, um die Zerstörung durch den Indominus Rex zu beenden. Nennenswert ist hierbei, wie er mit Claire eine zerstörte Gyrosphäre untersuchte und sich mit ihr um einen sterbenden Apatosaurus kümmerte. Er setzte außerdem auf Druck von Vic Hoskins das Raptor-Rudel ein, um den Hybriden aufzuspüren und zur Strecke zu bringen, was ganz gehörig schiefging. Er war anwesend, als die Flugsaurier der Isla Nubla, des Isla Nubla Aviarium ausbrachen und die Besucher auf der Hauptstraße angegriffen. Ja, mehr möchte ich nicht sagen, das Ende seht ihr im Film. Aber wie gesagt, es soll um die Minifigur umgehen. Mir gefällt er sehr gut. Wenn euch die Figurenfolge gefallen hat, dann lasst mir gerne ein Like oder einen Kommentar da. Danke euch wie immer fürs Zuschauen und Zuhören. Dankeschön und weiterbauen.